Abschließend zu diesem zweiten Schritt möchte ich noch sagen, dass jede Methode im Dharma ein Heilmittel ist. Jede. Ohne Ausnahme. Atemmeditation, Zuflucht, Bodhicitta, eine Visualisation, ein Teil der Praxis des Geistestrainings, welcher Gedankengang uns auch immer als Kontemplation vorgeschlagen wird. Das sind alles Methoden, die zum Ziel haben, Qualitäten in uns zu berühren und uns auf dem Weg ins Erwachen zu unterstützen. Von daher in dieser zweiten Phase kommt jede Methode in Frage, die wir kennen. Und vor allen Dingen natürlich die schon so lange erprobt sind und tatsächlich auch gute Wirkungen gezeigt haben. Aber es könnte auch etwas sein, was wir spüren, das uns einfach super gut tut. Wie meine Frau sagt, wenn ich schräg drauf bin, geh doch mal raus und renn ein bisschen oder nimm's Rad und saus auf den Berg hoch. Ja? Okay? Tut gut, kann man machen. Ne? Da komme ich dann auch wieder anders vom Berg runter. Es kann irgendwas sein. Es kann sein, dass ich ein Brot backe oder was auch immer. Aber ich muss mir zu helfen wissen. Das ist das Wesentliche. Ich muss wissen, was mir in einer Situation gut tut und wo ich hin möchte. Und das Wesentliche ist, und jetzt kommen wir ans Eingemachte, ich muss wirklich wollen, dass sich dieser enge Geisteszustand auflöst. Und meistens wirken die Methoden nicht, weil ich gar nicht loslassen will. Ich bin gar nicht bereit da für eine neue Geist. Ich will Recht haben. Ich will mich ärgern. Und ich will was auch immer, was ich will. Und dann können sich die Methoden an mir die Zähne ausbeißen. Denen zeige ich es noch, dass ich stärker bin. Okay? So ist unsere Haltung auch ein bisschen dem Dharma gegenüber. Ja, erwachen ganz gut, aber wenn auf dem Weg des Erwachens, wenn ich mich da verändern muss, dann werde ich dem Erwachen schon zeigen, wo es lang geht. Ja? Merkt ihr die Haltung? Ihr lacht, ihr fühlt euch ertappt, erkannt, ich kenne das ja aus meinem eigenen Erleben. Wir sind ganz schön zähe Brocken und wir können noch so viel leiden. Wir sind uns selbst immer noch so treu, dass wir sagen, okay, ich bin immer noch stärker als jede Methode. Das heißt, damit eine Methode wirkt, müssen wir bereit sein, sie anzuwenden und sie wirken zu lassen. Und da gibt es nochmal eine Methode, um diese Bereitschaft zu erzeugen. Und zwar ist das das Kontemplieren der Auswirkungen davon, wenn ich mich nicht ändere. Wenn ich so weitermache wie bisher, wohin führt das? Ganz wichtig, um mich zu motivieren, loszulassen. Wohin geht die Reise mit mir und in meinen Beziehungen, wenn ich nicht an mir arbeite, wenn ich nicht loslasse? Das können wir uns vorstellen. Da wissen wir, wenn ich da nicht nachgebe und nicht loslasse, dann wissen wir, wie schnell Beziehungen in die Brüche gehen, wie schnell Freundschaften in die Brüche gehen, wie schnell die Situation am Arbeitsplatz verdorben ist. Das geht ruckzuck. Drum geben wir ja auch meistens nach. Wir machen das schon, wir machen diese Kontemplation unbewusst. Aber wenn wir merken, dass wir sozusagen therapieresistent sind, dann brauchen wir diese Kontemplation. Nennt das die Kontemplation der Folgen unserer eigenen Handlungen. Bis wir zu einem Eingeständnis uns selbst gegenüber kommen, dass es das nicht bringt. Dass wir gegen unser eigenes inneres Interesse handeln, gegen unseren eigenen tiefsten Herzenswunsch, dass wir anderen Leid damit zufügen, dass wir das Leid in dieser Welt vermehren und dass wir für die Menschen, die wir eigentlich lieben, zu einer Belastung werden, wenn wir uns so weiterverhalten. Bis wir vielleicht sogar an den Punkt kommen, an dem war ich auch schon häufig, dass ich denke, diesen Kerl, den müsste man eigentlich aus dem Verkehr ziehen. Ja? Dass ich spüre, dass wenn ich so drauf bin, bin ich eine Zumutung für die Welt.
Das ist ganz gut. Das ist ganz ernüchternd. Ich brauche da nicht noch irgendwie einen oben drauf zu gehen und zu sagen, wie schlimm und so weiter, bis ich total depressiv bin. Aber es kann ausreichen. Es kann hilfreich sein, um zu sagen, um mir selber zu sagen, so nicht. Jetzt pack dich mal am nicht vorhandenen Schopf und raus aus dem Schlamassel. Die meisten Methoden wirken sogar ganz schnell, wenn wir nur bereit sind. Die wirken irre schnell. Innerhalb von Sekunden und Minuten, wenn ich schnell meine, meine ich wirklich schnell. Wenn die Bereitschaft groß ist. Und die Bereitschaft, die es braucht, ist, meine Position zu verlassen. Mein Standpunkt, Meinung, wieder geschmeidig und flexibel zu werden, da wo ich hart geworden bin. Wirklich auszusteigen aus den Mustern. Und das geht relativ schnell, wenn wir es denn nur zulassen wollen. Und nichts und niemand in der Welt wird uns abnehmen, dass wir selber es wünschen müssen. Wir brauchen den tiefen Wunsch in uns, tatsächlich wieder in diesen freien Geisteszustand hineinzufinden. Und das bedeutet, dass wir alles Enge, Fixierte tatsächlich auch hinter uns lassen. Wisst ihr, ich habe immer versucht, flexibel zu werden und trotzdem Recht zu haben. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich kann zu meinem Erleben stehen, dass ich die Dinge so sehe, aber wenn ich flexibel werde, dann muss ich es auch aufgeben, darauf zu pochen, dass mir die andere Person Recht gibt. Okay, verstehen wir uns? Was, ja? Oder wenn ich etwas will, verlangen, Begierde, verliebt sein und so weiter. Und ich will mit der Person, ich will einen Urlaub, ich will ein Ding, ich will Erfolg. Ja, flexibel werden bedeutet nicht, dass ich trotzdem noch greifen kann und gleichzeitig geschmeidig. Nee, ich muss dann schon auch das greifen lassen. Ne? Sonst kommt da keine Geschmeidigkeit in den Geist. Und das nimmt uns niemand ab. Da könnt ihr noch so viele Seminare besuchen, das nimmt uns niemand ab. Das kann niemand für uns machen. Das ist ein gesunder Reflex von uns, in uns, der uns sagt, aus Mitgefühl und Weisheit mit uns selbst gibt es etwas in uns, was uns sagt, und jetzt reicht's. Jetzt reicht's und jetzt springst du. Du lässt jetzt los. Du springst in die mit der Hilfe der Methode, springst du in diese andere Dimension hinein, in dein wahres Sein, in diese Qualitäten. Einige von euch haben schon POVA gemacht. Kennt ihr das, POVA? Könnt ihr mal kurz strecken, wie viele das von euch kennen? Ui, ja, ja, sind aber viele. POVA ist diese Bewusstseinsübertragung, wo man, es gibt viele verschiedene Arten von POVA, wo man seine Herzenskraft sammelt und dann mit einem inneren Entschluss diese Herzenskraft wie durch den Zentralkanal hier oben rausschickt in einen Buddha hinein. Das kann Majigma sein, ein weiblicher Buddha oder Amitabha oder. Oder man geht einfach in die offene Geistesdimension rein, ins Mahamudra. Oder man geht mit dem POVA ins Bodhicitta hinein. Es gibt verschiedene POVAs. Die meisten von euch dürften Amitabha-POVA gemacht haben. Und was man da tut, ist, man nimmt die ganze Kraft des Herzens und wechselt den Bewusstseinszustand. Man geht in einen offenen Geisteszustand, hier symbolisiert durch Buddha Amitabha über uns. Aus dem Herzen von Buddha Amitabha kommt man frei wieder zum Vorschein als unser wahres Selbst. Oft in Form entweder auch von einem Amitabha oder von Chenrezig, also Avalokiteshvara, dem Buddha des Mitgefühls, oder als Vajrayogini, in einer Form, die unser wahres Selbst darstellt. Was wir machen ist, wir lassen den ganzen Mist hinter uns, alles in dem wir gefangen sind, nehmen die ganze Kraft des Herzens, quasi wie in die Hand, und mit einem starken Ausatmen gehen wir hoch in diese Gewahrseinsraum, brauchen aber gar nirgendwo hinzugehen. Wir können auch einfach so machen. Und gehen, wechseln den Geisteszustand
gehen in die Offenheit und lassen das andere hinter uns und verankern uns sofort in den Qualitäten, in den erwachten Qualitäten. Und als Methode ist das natürlich absolut schnell. Klappt, wenn wir wirklich loslassen und wissen, wo die Reise hingeht und da hinein auch wieder loslassen. Hier loslassen, alles, was uns zurückhält und da vertrauensvoll eintreten und lassen das, was an natürlichen Qualitäten in uns ist. Und dieser Prozess beschreibt, das ist eine super Methode, haben die Tibeter, also das waren gar nicht die Tibeter, das haben die Inder im 3., 4., 5., 6. Jahrhundert ausgearbeitet, diese Form der Methode. Aber die beschreibt, um was es eigentlich immer geht, wenn wir Mittel anwenden, um aus einer emotionalen Verstrickung herauszufinden. Es geht um die Bereitschaft, eine radikal andere Haltung einzunehmen. Eine radikal andere Art des Seins. Und es ist ernüchternd. Wir können es ja versuchen, wie wir wollen. Wir können nichts rüber retten aus der Welt vorher in diese erwachte Welt. So ein bisschen anhaften, so ein bisschen greifen wir ja schon. So ein bisschen verliebt sein mit rüber retten. Oder so ein bisschen Recht haben, so ein bisschen Ärger, es schadet doch nichts, oder so ein bisschen Stolz, oder so. Eifersucht ist doch auch ganz gut, so ein Zeichen meiner Liebe, ein bisschen rüber retten. Nee, keine Chance. Keine Chance. Wirklich nicht. Geht nicht. Wir können nichts mit rüber retten. Und eigentlich ist das eine viel wichtigere Botschaft, als die ganzen Methoden zu lernen, ist, dass, egal welche Methode ihr anwendet, ihr könnt nichts mit rüber retten. Im gelösten Sein haben wirklich nur die Qualitäten Platz. Die guten Eigenschaften, die natürlichen Eigenschaften des Geistes. Da ist Verzeihung, da ist Offenheit, da ist Freigebigkeit, da ist Dankbarkeit, da ist fließendes, authentisches Sein. All das ist da. Das ist wunderbar. Aber die Spuren von dem, was vorher war, würden da einfach nur weiter stören und würden bedeuten, dass wir immer noch gefangen sind. Das heißt, Vergebung, Verzeihung bedeutet ganz zu vergeben, ganz zu verzeihen. Aufs Recht haben zu verzichten bedeutet ganz aufs Recht haben zu verzichten. Meinen Standpunkt zu verlassen und zu sagen, okay, kann sein, dass ich mich getäuscht habe, vielleicht hast du dir einfach so stehen lassen können, bedeutet wirklich stehen lassen können. Nicht mehr drauf zurückkommen. Ja? Merkt ihr? Könnt ihr über jetzt in eure Dynamik hinein vielleicht übersetzen, was das bei euch dann bedeuten wird? Hattest du dich gerade gemeldet? Gehört, dass es so unterschiedliche Erwachungszustände gibt. Also es ist nicht immer so, dass das sofort alles auf ist, sondern es gibt auch so, sagen wir, kleinere, die dann sich im Laufe der Zeit vielleicht wiederholen oder stärker werden. Aber es ist nicht so der eine große Knall und dann ist alles richtig, anders. Ja. Das war es auch jetzt gerade gar nicht. Das war nur, um diesen Prozess zu sein. Dein kleines Erwachen ist zum Beispiel der eine Moment, wo du richtig vergeben kannst. Jemand bittet dich um Verzeihung, du vergibst und du kommst nicht mehr drauf zurück. Das ist ein kleines Erwachen. Genau, von was du gesprochen hast, das ist wirklich, das passt ja wahrscheinlich wirklich zu dir. Ach du, das war nur ein Beispiel. Das war jetzt, man tut so, als ob da ein großes Erwachen stattfinden würde. Statt die meisten, die POVA praktizieren, auch wenn sie die Zeichen der Praxis haben, also so hier oben so ein kleines Löchlein und so, haben überhaupt kein Erwachen erfahren, haben nur energetisch diese Praxis ausgeführt. Okay? Das hat nichts mit Erwachen zu tun. Ja, weil du gesagt hast, mit diesem Loslassen, dann nicht halb loslassen. Ja, aber das ist die emotionale Verstrickung gemeint. Die nächste kommt gerade um die Ecke. Das ist noch nicht Erwachen. Da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich meinte jetzt nicht, euch hier den das große Erwachen und so, sondern wirklich nur dieses kleine, diese immer gerade die Emotion, die Verstrickung, die da war, gerade die sein lassen können, wieder in dieses natürliche Sein zu finden. Das will ich jetzt, das ist ein kleines Erwachen, aber es geht mir jetzt gar nicht drum, ist es jetzt non-dual oder noch nicht, ist ja? Also diese ganzen Überlegungen, wenn man ganz total loslässt und das wirklich möglich wäre, alles loszulassen, dann wäre es das Erwachen. Mir ging es darum, als du gesagt hast, also ich kann jetzt ein bisschen sagen, ich will zwar jetzt nicht mehr recht haben, aber so ein bisschen nehme ich noch mit rüber. Das ja. Mit rübernehmen. Ja, dieses mit rübernehmen. Ich sag's nochmal, also dieses mit rübernehmen ist ein Rübernehmen in den nächsten Moment des Erlebens.
Wenn ich loslasse, dann lasse ich ganz los. Diese eine Situation. Ja, genau. Einfach in dieser Situation. Dass ich, wenn ich bereit bin, mich aufs Heilsame einzulassen, dann lasse ich das Nicht-Heilsame ganz sein. Und dann erst kann man sagen, das ist ein Heilungsprozess, ein wirklicher. Wenn ich dann noch so rüberschleife und immer noch so, ja, so meine Muster mitziehen möchte und mich trotzdem irgendwie schon gelöst, dann werde ich merken, ich werde mich nie richtig gelöst fühlen. Ich finde keinen wirklichen Frieden. Eigentlich meinte ich nur das. Vielleicht habe ich Worte gewählt oder Beispiele gewählt. Die, ja. Setzt dieses Loslassen auf eine Antwort oder immer auf eine Lösung. Weil oftmals so gerade im Auseinander, es passiert irgendwas in dem Rahmen, wenn man sich ungerecht behandelt, wie auch immer, wird das gerne auflösen. Also praktisch in dem Sinn, ja, versteht doch, so und so ist es jetzt gelaufen. Ja, und da kommt ein so an der Hand, wieso? Und ne, jeder sagt, so und so ist es gelaufen. Und das zu üben, zu sagen, ja gut, vielleicht gibt es keine Lösung, auch dass es auch ohne Lösung. Ganz, ja, bin total einverstanden. Bin total einverstanden, Annette, genau so ist es. Wir können auch das loslassen, dass wir unbedingt jetzt eine Lösung oder ein Verständnis finden müssen. Einfach so, wie es ist, stehen lassen können und weiteratmen, weitergehen. Könnte man, wie kommt es gerade so, ich auf der Ende, merke ich, ob ich Schmerzen und Angst und so, gleichzeitig bei mir. Ich habe mir gerade überlegt, ob, wenn man sich vielleicht, oder wenn ich mir vorstelle, okay, vielleicht schaffe ich es jetzt mal 5 Minuten, komplett loszulassen. Hey, ja. Könnte ich das versuchen und danach, falls ich wieder so starke Muster habe, okay, aber dann bin ich trotzdem zu mir selber und vielleicht am nächsten Tag wieder meine 5 Minuten. Und könnte ich so eine Art Praxis mich langsam daran gewöhnen, dass ja nichts Schlimmes passiert. Genau. Ja, mach das doch so. Einfach mal für 5 Minuten. Das ist toll. Übrigens bedeutet loslassen oder lassen, akzeptieren, bedeutet ja nicht, dass wir plötzlich unter Fremdkontrolle geraten. Fremdbestimmung. Es bedeutet nicht, dass uns alles mögliche Schlimme passiert, sondern wir lassen all das sich selbst auflösen, indem wir es nicht mehr festhalten, löst es sich von selbst auf und wir schenken uns ein freies Sein. In diesem freien Sein sind wir weiterhin bewusst und gestalten unser Leben selber. Loslassen bedeutet nicht, zu einer Puppe der Umstände zu werden oder gar von den Menschen, mit denen wir es eben noch auf schwierige Art und Weise zu tun hatten. Gar nicht. Es ist nur, dass wir uns nicht mehr nerven, nicht mehr greifen. Ja, einfach, dass wir aus dieser Verstrickung rausfinden. Aber wir sind weiterhin selbstbestimmt, gestalten unser Leben selber. Aber diese Idee mit den 5 Minuten, einfach mal sich das Geschenk von 5 Minuten zu machen, totaler Ausstieg, das ist prima. Mit meiner Frau habe ich so eine Abmachung. Wenn eine von uns beiden nicht loslassen möchte und wir so ein bisschen bockig sind, dann sage ich entweder, oder sie sagt, ich bin jetzt aber noch bockig. Und dann fragt der andere, das gehört zum Spiel dazu, wie lange noch? Und dann sagt sie zum Beispiel, oh, noch bis heute Abend. Dann sagt der andere, es gehört auch zum Spiel, nee, das geht nicht, das ist viel zu lang. Höchstens noch 1 Minute oder 2 Minuten. Nein, das ist viel zu kurz. Dann kommt das Ganze schon so ins Scherzhafte und dann handeln wir uns irgendwie auf eine Zeit, so 5 Minuten, 7 Minuten oder irgendwie sowas. Dann haben wir noch die Zeit, 5 Minuten, 7 Minuten in unseren Mustern zu sein und so zu tun, als ob wir bockig wären oder es nochmal auszudrücken. Aber wir wissen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann sind wir durch unser Wort dran gebunden, dann wechseln wir den Zustand. Dann ist wieder alles okay. Wenn ich nicht mehr bockig bin, dann bin ich nicht mehr bockig und dann gehört es zum Spiel dazu, jetzt seine, okay, das ist mir zugestanden, ich habe es mir zugestanden, sie hat es mir zugestanden, so bockig zu sein und dann ist aber auch Schluss und das wissen beide und ab dem Zeitpunkt kommt keiner von beiden mehr auf das zu sprechen, was vorher war. Und dann gönnen wir uns das wieder im normalen, frischen Sein so weiterzumachen. Das ist total hilfreich, hat mir wie auch ihr schon viele Male geholfen. Das ist so auch so, wenn man merkt, das schleift noch so nach, diese Muster, man will noch nicht so ganz loslassen und so, dann
gibt man sich vielleicht noch so ein bisschen Raum, okay, das ist noch ein bisschen so schleier, aber man weiß schon, gleich ist Schluss. Und innerlich bereitet sich das vor und dann, okay, dann kommt zu dem Zeitpunkt, na, bist du noch bockig? Nee, nicht mehr. Und dann, ja? Und dann haben wir, dann wechseln wir und der andere hilft mit. Das ist noch ganz toll, wenn uns die außenstehend dann auch noch Personen mithelfen können. Das ist richtig klasse. Wenn man das einmal die Erfahrung gemacht hat, dass es gut ist und funktioniert. Ja. Also wenn man die Erfahrung genau. Also ich persönlich merke, ich habe, Entschuldigung, es ist jetzt, wenn ich schon Traumatherapie letzte Woche gemacht habe und das kommt, wenn ich positiver jetzt würde sagen, einfach würde das jetzt heißen, dass ich damit nicht mache. Oh, wieso denn? Nee. Also nee. Das wäre schon wichtig, dass du das verstehst. Ja, verzeih, da hättest du mich völlig missverstanden. Das tut dir doch gut. Die tut dir doch gut. Und da würde ich vor allen Dingen darauf achten, auch jetzt, gerade möchte ich dich ermutigen, direkt zu atmen und so zu atmen, dass es dir gut tut und dass du dich annimmst da drin. Da sitzt auch die Katja neben dir, die kann sich auch ein bisschen dir zuwenden. Dass du einfach sofort jetzt spürst, hey, ich bin geliebt, das ist in Ordnung, ich kann jetzt atmen. Und ich darf mir das schenken, ganz gute Therapie zu machen. Und darum geht's nicht beim Loslassen. In der Traumatherapie geht's darum, dass wir die Identifikation lassen mit dem, was ist, und merken, jetzt ist ein neues Leben. Jetzt geht's anders weiter. Kannst du es spüren? Mhm. Bleib ganz innig verbunden mit diesem Gefühl, dass jetzt wirklich, dass du dich annimmst, auch von mir bist du ganz tief angenommen und das Leben geht weiter und du kannst weiter atmen. Mhm. Und die Kathi ist weiter neben dir. Ja. Brauchst du Begleitung? Möchtest du Begleitung? Ich denke, ihr schickt gerade auch all eure liebevollen, begleitenden Wünsche. Das kann natürlich immer mal passieren, dass etwas, was noch so frisch ist, angestoßen wird und dass es dann zu einem Missverständnis kommt von dem, was loslassen heißt. Natürlich heißt es eben nicht, das Heilsame loszulassen oder eine Identität zu wechseln, sondern es bedeutet, aus der Verstrickung auszusteigen. Und das ist auch das, was die Traumatherapie eigentlich beabsichtigt. Aus der dabei ein ganz, es mögen ja auch noch andere im Raum sein, da ist ein ganz heftiges Erleben gewesen in unserem Leben, entweder einmalig oder fortgesetzt über lange Zeit. Und immer wenn das angestoßen wird, kommt es zu heftigsten, unkontrollierbaren Reaktionen. Das schießt einfach durch. Und um die zu integrieren, braucht es eine ganz tiefe Verwurzelung in den Qualitäten. Und vielleicht habt ihr gesehen auch, was ich versucht habe, ihr zu ermöglichen, ist, dass sie sofort wieder rausgeht aus diesem Krisenbereich und sofort sich wieder mit den Qualitäten verbindet, denn nur darin können wir dann Stabilität gewinnen. Das ist das Allerwichtigste. Immer sich mit den Qualitäten verbinden, immer mit den Ressourcen, mit dem, was uns gut tut. Und da war ja eine ganz vertrauensvolle Beziehung da, die war ja spürbar und deswegen kann man das direkt dann auch als Anker nehmen, um zu stabilisieren. Und dann darf man aber so jemanden auch nicht einfach allein lassen, ohne zu fragen. Deswegen bin ich ganz froh, dass Kathi mitgegangen ist. Mhm. Wenn man das fragen und verstehen, also in dem Moment, wie du da was hintergeschickt hast, habe ich das auch gespürt und ja, ich kann jetzt, es irritiert mich jetzt, wenn man so nimmt, nichts war, irgendwo ist da zwischen euch was geflogen, also so hab's ich heute empfunden, zwar war mir ganz eine andere Stimmung, bin ich da besonders sensibel, dass ich das aufnehme, Es dürften auch andere gespürt haben, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was du gespürt hast, wie du es erlebt hast, aber wir sind ja eine Gemeinschaft hier im Raum, wir kriegen mehr oder weniger von allen anderen hier im Raum etwas mit. Und wenn dann so ein intensiver Austausch stattfindet, berührt dich das ja auch. Von dir kam dann so eine ganz besondere Energie, das ging da durch und dahinter, das war so ein, zwei Minuten, dann war es weg, haben wir gedacht, was ist denn jetzt das? Ich weiß ja nicht, wir können ja mal, wollen wir kurz hingucken, was du erlebt hast und was ich erlebt habe, wollen wir einfach so, das wäre jetzt eine klassische Situation, einfach, wenn du bereit bist, einfach mal zu schauen, wie wir etwas erlebt haben. Ich weiß ja nicht, wie du es erlebt hast, aber ich kann dir erzählen, was ich erlebt habe. Wie hast du es erlebt? Also ich habe gemerkt, dein Blick hat sich geändert, du hast hintergeguckt, dann habe ich gehört von der Stimme her, da ist irgendwie was eine gute Traurigkeit oder so, habe ich geschaut, also ich merke, ich muss dann immer alles sehen, um das ein bisschen einschätzen zu können, weil
ich saug einfach sehr viel auf. Mhm. Und dann schon merke, oh, ich versuche mich dann zu schützen, indem ich verstehe, was passiert denn, dass ich den Kopf zur Hilfe nehmen kann. Dann habe ich gemerkt, du schaust ein bisschen besorgt hinter. Mhm, ich war besorgt, genau. Und dann hast du irgendeine Art Energie dahinter geschickt. Also so habe ich empfunden, wow, was ist denn jetzt das? Das war ganz stark spürbar, dass ich das gemacht habe. Ja. Das hat mich jetzt etwas irritiert, wieso, dass ich das nehmen kann. Weil du dich ja eingestimmt hattest. Du hast dich eingestimmt, sowohl auf mich wie auf sie. Du warst ja im direkten Kontakt mit mir. Dann hast du dich sogar umgewandt, hast gemerkt, da läuft was und du warst eingestimmt. Deswegen kriegst du auch mit, das dürften andere im Raum ähnlich erlebt haben, du kriegst dann auch mit, was bei mir für eine Veränderung stattfindet, vielleicht was bei ihr und was da so dazwischen abläuft. Und ich habe ihr tatsächlich in dem Moment all meine Aufmerksamkeit und Herzenskraft geschickt, so dass ich möglichst sicher sein konnte, dass die Liebe, die ich in mir spüre, die Zuwendung bei ihr ankommt. Ja, die Aufmerksamkeit und dass sie sich gestützt und getragen fühlt und fühlt, dass hier jemand mitfühlt. Ja? Okay. Wenn ich da gerade in der Schneise sitze, dann spüre ich das vielleicht auch, dass du gerade Herzenskraft geschickt hast. Das hat mit der Schneise vielleicht zu tun, vielleicht aber auch nicht so viel. Wir könnten jetzt ja mal, es kann, das ist natürlich stark, weil es hätte sich ja auch auf dich beziehen können, weil du so in der Linie bist. Es könnte aber sein, wir können ja mal fragen, ob andere auch was erlebt haben. Dann hat es vielleicht nicht nur mit der Schneise zu tun. Ja. Wie hört sich das für dich an? Ähnlich. Also Energie, eine Fürsorge. Also eine ganz starke Energie, auf einmal spürbar. Mhm. Mhm. Ich dachte, du warst ganz präsent in dem Moment. Mhm. Stützend. Ja. Vielleicht hast du das auch so stark erlebt, weil ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit solchen Reaktionen. Ich habe ganz stark reagiert, weil ich weiß, dass es um zehnte Sekunden geht bei so etwas. Hm? Wenn jemand am Rande eines Traumas ist, muss man sofort den Menschen zurückholen und stabilisieren. Da darf man gar nicht warten. Gar nicht, weil dann geht das durch innere Strukturen im Gehirn noch ab und dann ist es dem normalen Bewusstsein dann, wenn wir zu spät sind, nicht mehr zugänglich. Dann geht da eine Reaktion ab, wo dieser Mensch so ausgeliefert ist. Und deswegen habe ich mit so sehr intensiver Energie versucht, das zu halten und zu steuern. Damit das eben, das ist ja meine Verantwortung, auch jeden von euch hier zu schützen und zu stützen, dass nichts passiert, was nicht heilsam. Ich glaube, ich will das nicht einordnen, was das jetzt für intensiv ist. Das war auf einmal da. Das war ich ganz irritiert. Hast dich ein bisschen erschreckt. Ne? Ja, ja. Ja, das kann ich verstehen. Hast vielleicht auch einfach meine Sorge gespürt. Ja, aber jetzt ist gut, dass ich es angesprochen habe. Jetzt ist einfach mehr klar. Und ich merke, es ist so mein Ding, dass ich einfach Sachen aufsage, dann damit umgehen kann und dann geistert. Genau. Ja. Genau. Und was wir jetzt gerade miteinander gemacht haben, das wäre jetzt in einer Situation, sobald wir etwas nicht verstehen mit anderen Menschen, wenn es Menschen unseres Vertrauens sind, die Dinge dann anzusprechen und nachzufragen und zu schauen, wie hast du es erlebt, wie habe ich es erlebt, und es ist kein Erleben jetzt richtiger oder falscher, sondern du hast es so erlebt. Und für mich ist das lehrreich, Erfahrungsschatz zu hören, was du erlebt hast und für dich vielleicht, was ich erlebt habe. Und so lernen wir voneinander. Und unsere Lebenserfahrung, die weitet sich so aus. Das ist eigentlich auch das Prinzip oder die Methode, wie man jetzt diese starken oder schwächeren Emotionen in dem Sinn beseitigt, indem man je nach Stärke der Emotion oder je nachdem, ist es halt ein Trauma oder so, ganz schnell auf ein anderes oder ja. Eine Latte auflegt, sag ich ja. Ja? Also merkt, okay, jetzt komme ich da jetzt echt ins Ärgerliche und ich kenne so ein bisschen diese Verläufe, die das annehmen kann, bis zum ganzen Tag krantig sein oder irgendwie so, ja? Und dass ich vielleicht rechtzeitig gegensteuere und sage, genau. Je früher du gegensteuerst, desto besser. Gegensteuern im Sinne, in dass du deine Aufmerksamkeit in einen Bereich hineinlenkst, wo es dir gut tut. Ne? Also wo ich mich
wohlfühle. Wo du dich wohlfühlst, wo du merkst, da kommt eine gewisse Befriedung rein. Und dann, wenn du gut verankert bist, dann kannst du dir nochmal anschauen, was da so irritierend war, so schwierig und so. Aber dosiert, dosiert, ne? Erstmal klar dich in dem verankern, was dir und anderen gut tut. Das ist das Prinzip, genau. Du kannst das, was jetzt passiert, ist dasselbe Prinzip, immer. Und der ganze Dharma funktioniert so, der ganze Weg, den der Buddha gelehrt hat, funktioniert so, dass wir uns im Heilsamen verankern, das Gewahrsein ausweiten, so dass alle Bewusstseinsinhalte auftauchen können, aber in diesem heilsamen Feld und sich dadurch auflösen können, ohne erneut ergriffen zu werden, ohne dass wir uns erneut damit identifizieren. Das ist das Grundprinzip des Dharmas. Dazu fällt mir ein, es ist nicht immer so ganz schön, wenn Kinder irgendwie so hingefallen sind oder irgendwas, wenn die Mutter sie auf den Arm und sagt, guck mal, das ist ja im Prinzip, was man daraus macht. Ja. Ja, genau. Sichern und dann die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, wo man sich sicher fühlt auch und ein anderes Interesse hat. Und dann geht es leichter. Mit Erwachsenen geht das nicht so. Ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Eine, Karin, wolltest du... Okay, dann da begann gerade eine Frage, oder... Karin, du wolltest was sagen? Nein, ich hatte so die Idee, es ist so ein kurzes Ablenken. Ja. Wir kamen eine Situation, wo wir uns so ineinander verhakelt haben. Und dann kam der Sohnemann rein mit einem ganz anderen Problem. Und dann war auf einmal alles weg. Und danach gab es Nährbodenwelle. Ja, genau. Das war einfach so ein kurzes Ablenken mit, ich finde meinen Schuh nicht. Also so was ganz Einfaches eigentlich. Und das ist nochmal ganz hilfreich. Ja, ganz hilfreich. So kurz von außen kommen. Genau. Und das es funktioniert schon. Die hätten aber fast die Fähigkeit dann, ob wenn der Sohnemann wieder draußen ist, dann noch weiterzumachen. Ja. Und wenn wir aber entschlossen sind, es dann aber auch diese Gelegenheit zu nutzen und zu sagen, Mensch, ein Glück ist der reingekommen und jetzt lassen wir es dabei. Puh, super. Dann ist gut. Ja, Nicole. Das bei Erwachsenen jetzt. Mein Großvater, der letztes Jahr diesen Jahren wirklich in problematischen Emotionen von der Hoffnungslosigkeit, die weggegangen sind von sich, bis zu alles, was er konnte, wie er sich definiert, in diesen negativen Geisteszuständen, Familienangehörige. Und ich habe alles versucht. Und was geholfen hat, war ihn wie ein Kind denken. Ja. Also zu sehen, wo er noch letzte heilsame Bezüge zur Welt und Tiere. Das heißt, jedes Mal, wenn er völlig identifiziert war mit einem negativen Geisteszustand, dann habe ich einen Vogel gesehen und gesagt, guck mal, der ist gerade da angeflogen und in dem Moment ist alles losgelassen und war auf und für diesen Moment. Und die haben sich aneinander gereiht und ich habe gesehen, ich muss ihn führen können. Ja. Ja. Und dann ging es. Ja. Und das Qualität zurückgebracht. Ja, da hast du seinen Geist stabilisiert in einem für ihn sehr heilsamen Erleben und du hast die äußere Pilotin gespielt und hast seine Aufmerksamkeit immer wieder gelenkt, sodass er sich da von einem guten Erleben zum nächsten weiter bewegen konnte. Ne? Mhm. War das Einzige. Ja. Alles aus dem Ja. Ja. Versinken. Mhm. Wenn du das mit einem Partner oder so versuchst und der ist gerade sauer und du sagst, guck mal hier das Püppchen. Ne? Es gibt da Zwischenschritte. Zwischenschritte bis hin in diese Sicht, sich als Erwachten wahrzunehmen und auch die anderen als Erwachte wahrzunehmen. Wenn wir uns als Erwachte wahrnehmen gegenseitig, dann ist alles möglich. Dann ist alles jetzt möglich. Wir haben Zugang zum Wandlungspotenzial im anderen und in uns selbst und dann ist alles möglich. Wir können jetzt, wo gerade Trauer war, wir können jetzt glücklich sein. Es ist jetzt möglich. Denn es ist möglich, jetzt gerade ganz gelöst zu sein.
unbesorgt, ohne Greifen. Es ist möglich. Wenn wir in diesem Bewusstsein sind, dann sprechen wir aus unserem Gefühl, aus unserer Ahnung des Erwachens zu der Ahnung des Erwachens in der anderen Person. Wir kommunizieren auf dieser Ebene und dann denkt ein Teil von euch, denkt, ja, ja, das ist möglich. Und ein anderer Teil denkt, nee, nee, nee. Da wird eine Ahnung angesprochen auf der Ebene von Ahnung und fühlt, das stimmt das? Ja, ja, ich fühle mich ganz frei und eigentlich ist ja alles möglich. Aber, und das Aber kommt aus der alten Identifikation, die ja auch noch wirkt, ja, die Muster von dem, wer ich glaube zu sein. Und das bringt die Zweifel auf den Plan. Aber ich kann doch nicht einfach frei sein. Das geht doch nicht. Und das andere sagt in uns, doch, doch, es geht. Und die Arbeit mit diesem dritten Schritt bedeutet diese Sichtweise, diese Sicht, die uns so hilft, einen gelösten, natürlichen Umgang zu finden mit den Dingen, einen Umgang so wie erwachte, tatsächlich immer wieder anzusteuern und das Vertrauen darin zu nähren. Und da gibt es natürlich Brücken. Die habe ich jetzt übersprungen. Es gibt Brücken, die alle ins erwachte Gewahrsein führen. Zum Beispiel, was ich vorhin sagte, die kleine Brücke, als du mich nach Mitgefühl fragtest, sich klar zu machen, wie unfrei auch die andere Person ist, die mich gerade nervt. Das ist ganz klar für ein Erwachen ist es ganz offenkundig, dass jemand, der ärgerlich zum Beispiel auf mich zukommt, irgendwie nicht ganz wohl ist, ja? nicht ganz Zugang hat zu seinen inneren Möglichkeiten. Und dann wird der Ärger, der auf mich kommt, gar nicht als Ärger wahrgenommen, mit dem ich mich auseinanderzusetzen habe, sondern da ist ein Mitgefühl, hey, was kann ich für dich tun? Was braucht dieser Mensch jetzt gerade, um wieder zu einer Ausgeglichenheit zu kommen? Es wird nicht persönlich genommen. Da ist halt Ärger. Und wie können wir jetzt am besten damit weitergehen? Das wäre so eine typische Änderung der Sichtweise, die aber auch schon in die Sichtweise des Erwachens führt. Oder jemand missversteht etwas, was ich gesagt habe, und da kann man natürlich denken, der andere ist schuld, dass er nicht richtig zugehört hat. Aber wir können uns auch fragen, was habe ich dazu beigetragen, dass dieses Missverständnis entstanden ist? Kann ich da irgendwie noch etwas besser ausdrücken? Wir können einen anderen Reflex haben, der gar nicht ich bezogen ist. Es ist auch so eine typische Brücke. Also das nennt man normalerweise in dem Geistestraining die Schuld in Anführungsstrichen bei sich suchen. Ja, gibt es irgendetwas, statt die Schuld immer von mir zu weisen, Änderung der Sichtweise, hey, wenn etwas schief geht, hat das bestimmt was mit mir zu tun. Änderung der normalen Sichtweise und gucken, kann ich was dazu beitragen. Also all diese Hilfsmittel, die zu einer Änderung der Sicht führen, die führen in diese Schau der Erwachten. Da gibt es ganz viele Methoden. Zum Beispiel die 9 Methoden und 5 Methoden, die Gampopa im Kapitel über Geduld anführt, um mit Ärger umzugehen, mit Wut umzugehen. Ja, das sind alles so Schritte ins erwachte Gewahrsein. In dem großen Buch von Gampopa, der kostbare Schmuck des Erwachens, da ist das drin im Parameter der Geduld. Wenn wir sagen, wir nehmen die Welt als eine Lernsituation, wir nehmen das auch so eine Haltung. Eine Erwachte ist immer bemüht, noch besser zu lernen, wie wir hilfreich in der Welt sein können und den Dharma zugänglich machen, den Dharma leben können, gemeinsam im Heilsamen zu sein. Und jede Situation, die schwierig ist, wird als Anlass genommen, noch mehr zu lernen darüber, wie man noch hilfreicher in der Welt sein kann. Das ist auch so eine, man nimmt diese Sichtweise zum, hatte ich ja schon erwähnt eingangs, ne, gestern Abend, diese Sichtweise, die Situation als Lehrerin zu nehmen,
ist Teil der Sichtweise der Erwachten. Denn ihr Mitgefühl, ihre Liebe ist immer dabei, weiterzulernen. Vielleicht habt ihr mal schon Lehrer und Lehrerinnen getroffen, die sehr weit entwickelt sind. Es ist unglaublich, wie interessiert die sind, wie die alles wissen wollen, aufsaugen und lernen und immer mehr lernen, um immer hilfreicher in der Welt sein zu können. Das ist eine der großen, ganz offenkundigen Qualitäten, die viele Erwachte miteinander gemeinsam haben. Weil ihr Mitgefühl so aktiv ist, dass sie einfach aus allem lernen wollen. Wie siehst du das? Wie versteht ihr das? Wie geht das hier? Wieso reagiert man so? Und wieso macht man das so? Und wie funktioniert das? Und was bedeutet das? Und ständig weiterlernen. Und das genauso in den herausfordernden Situationen. Autopanne mit einem Erwachten ist eine super Situation. Ja. Ja. Wie kann man da positiv mit umgehen? Super. Ne? Was haben wir jetzt wieder für eine Gelegenheit? Ja, und das ist so, diese Teilaspekte der erwachten Sicht, die werden auch als einzelne Methoden gelehrt. Da könnt ihr die Dharma-Bücher drüber lesen, da steht ganz viel davon drin. Zum Beispiel all die Texte über das Geistestraining in 7 Punkten. Bekannt geworden ist das von Atisha, also Mahayana Geistestraining. Ich habe da mal so ein Buch zusammengestellt, das heißt Der große Weg des Erwachens. Da ist ein Kommentar von Jangwon Kontro drin, da sind auch Texte von Atisha, von Togme Sangpo, von Langri Dangpa und so weiter drin. Große Meister im Geistestraining, wo diese Haltungsänderung im Zentrum der Praxis steht. Da könnt ihr lesen, da gibt es auch Abschriften von Kursen dazu, aber das alles, jede Methode, die da gelehrt wird, ist eine Facette von dem, was erwachtes Gewahrsein ist. Und letzten Endes geht es darum, sich in all diesen Facetten zu üben und ins erwachte Gewahrsein einzutreten. Davon habe ich euch versucht, so einen kleinen Geschmack zu geben, in der Übung eben. Ein kleinen Geschmack, es war ja nichts los, es war ja keine Herausforderung, also für die meisten war keine Herausforderung irgendwie emotional, jetzt emotionale Art. Wir haben erst normal geatmet, dann mit den Herzensqualitäten verbunden geatmet und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns vorgestellt, wir würden als Erwachte atmen. Und vermutlich habt ihr da nochmal so einen kleinen Shift wahrgenommen. Es hat sich nochmal etwas befreit, ist nochmal leichter geworden. Irgendwie, wenn ihr euch darauf einlassen konntet, war eine etwas andere Präsenz spürbar. Trotz all unserer Zweifel und Bedenken. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann kommt eine andere Präsenz rein. Und diese Präsenz, um die geht es in all den Methoden des Vajrayana im tibetischen Buddhismus. Geht es um dieses erwachte Sein. Da stellen wir uns vor, wir wären die weiße Tara, die grüne Tara, wir wären Shinresi, wir wären die rote tanzende Vajrayogini, wir wären der blaue Chakrasamvara, auch tanzend, kraftvoll, oder der blaue Medizinbuddha, oder was auch immer. Alle Farben, alle Formen, alles da. Ne? Alles schon mal aufgetaucht. Und alles auf Visionen beruht, auf Heilerfahrung, Heilvisionen von früheren Praktizierenden, die das kommuniziert haben. Und die gemeinsame Essenz all dieser Praktiken ist, uns eine Brücke zu schaffen ins erwachte Sein. Wie fühlt es sich an, als Tara zu sein? Können auch wir Männer können uns als Tara fühlen. Ist ganz wunderbar. Und auch Frauen können sich als Shinresi fühlen. Das hat gar nichts mit männlich-weiblich zu tun. Das sind einfach Kräfte, die in uns wirken. Und wir haben sowieso alles in uns. Wir haben das Männliche und das Weibliche in uns. Und das können wir spüren, erahnen. Wir bekommen auch Instruktionen dazu. Und es geht eigentlich nur darum, unser Vertrauen in uns selbst zu stärken. Darum geht es. Voller Vertrauen in dieser Welt zu sein. Man nennt das Vertrauen in die eigene Buddha-Natur, in die eigene erwachten Qualitäten. Darum geht es dabei. Und wenn wir das wissen und das auf eine gute Art praktizieren, dann nehmen wir das als Hilfsmittel, die Visualisation von uns selbst und anderen als Buddhas, um ganz schnell in dieses Gewahrsein zu finden. Und wenn wir da drin sind,
dann ist das eine gute Verankerung, um all die Schwierigkeiten in unserem Leben herbeizubitten und aus ihnen zu lernen. Wir sind so tief im Vertrauen verankert, dass es uns möglich ist, relativ leicht zu lernen, ohne in solche Schlingerpartien zu geraten, wo wir wieder völlig das Vertrauen in uns selbst verlieren und irgendwie uns überwältigt fühlen von der Kraft unserer bisherigen Muster. Und was diese Praktiken wirksam macht, ist die Intensität, mit der wir dieses Vertrauen halten können. Wenn uns das Vertrauen immer wieder entgleitet und wir in den Mustern landen, dann sind wir dann wieder schön in unserer Verstrickung und dann irgendwann erinnern wir uns und finden den Weg vielleicht wieder zurück. Aber dann ist die Vajrayana-Praxis mit diesen Visualisationen nur so eine Schönwetterpraxis. Immer wenn wir können, dann praktizieren wir, aber wenn es schwierig wird, vergessen wir es wieder. Das ist aber genau nicht, wie es sein sollte. Wir üben, wenn Schönwetter ist, und wenn Schlechtwetter ist, verstärken wir unsere Übung. Okay? Da verstärken wir sie, weil da brauchen wir sie besonders. Da brauchen wir besonders intensiv diese Verbindung mit unserer wahren Natur. Tara ist nur ein Beispiel unserer wahren Natur. Sie ist voller Licht, durchscheinend, strahlend, sie erstrahlt im Regenbogenlicht und hat keine Substanz. Schon allein das ist besorgniserregend, aber wahr. Wir haben nämlich keine Substanz. Wir haben zwar Knochen, Organe und so weiter, aber was wird aus denen und was sind die schon jetzt? Die werden nur durch Lebensenergie zusammengehalten. Und irgendwann ist selbst das, was hier Substanz ist, Asche geworden, Erde geworden. Da ist nichts, was ich bleibt in diesem Prozess. Und daran erinnert uns die durchscheinende Form von Tara. Eigentlich sind wir Energie. Wir sind Energie, die durch Bedingungen zusammenkommt, Kräfte, die zusammenwirken. Und Kräfte, die im besten Falle strahlen können, so wie Tara. Wir können um uns herum Licht verbreiten. Das Licht unseres Herzens. Das Licht, was wir nicht mit den Augen sehen können. Wir können Licht verbreiten, wir können Tara sein in dieser Welt. Das können wir. Furchtlos. Tara ist furchtlos. Ist der Inbegriff von Furchtlosigkeit. Die braucht gar keinen Mut, weil sie keine Angst hat. Die hat keine Angst. Und warum hat sie keine Angst? Weil sie zutiefst im Mitgefühl verwurzelt ist. Zutiefst. Das Mitgefühl, die Liebe, die kennt gar keine Angst. Gepaart obendrein noch mit Seinserkenntnis, durchdringende Seinserkenntnis. Keine Illusionen, keine Vorstellungen, die für wirklich gehalten werden. Sie weiß genau, und wenn wir jetzt Tara sind, dann wissen wir genau, die Emotionchen, die da jetzt vorbeikommen, egal wie die donnern und was für Tornados das zu sein scheinen, haben null Substanz, haben null Bestand. Sie haben nur die Kraft, die ich ihnen gebe. Wenn jemand festhält, ergreift, ablehnt, dann verrauchen unsere Emotionen im Nu. Sie lösen sich im Nu auf. Und Tara weiß das. Tara weiß das und sie eilt in diesem Wissen allen zur Hilfe. Allen, die sich irgendwie verstricken, die irgendwo auf dem Schlauch stehen, oder auf den Leim gegangen sind in diesen Emotionen, den halt Altara zur Hilfe und sagt, du, hey, erinner dich, wach auf, guck hin, wie es wirklich ist, guck hin, das ist nicht so feste, so solide, wie du denkst. Begib dich in den wirklichen Schutz, begib dich in deine wahren Qualität, schau, ich helfe dich, begleite dich, ich kümmere mich um alles, schau, gemeinsam packen wir das schon. Und so ist Tara. Tara kümmert sich um jede kleinste Situation. Wir sind da, wollen gerade in die Straßenbahn einsteigen und wir haben das Portemonnaie vergessen. Okay. Tara, wie gehen wir damit um? Ja, wie gehen wir damit um? Okay, wir können es direkt angehen. Vielleicht gehen wir nach Hause und machen das einen Tara-Spaziergang. Oder wir sagen es dem Schaffner mal gerade direkt. Oder wir sprechen einen Mitfahrer, Mitfahrerin an, was auch immer uns in den Sinn kommt. Furchtlos. Nehmen die Situation in die Hand, machen kein Problem draus. Die Welt geht deswegen nicht unter. Gestorben sind wir deswegen noch lange nicht. Tara,
ja, frei, unbekümmert, spielerisch, hilfreich, offen. Das sind die Qualitäten. Und ich spreche euch jetzt mal über Tara, weil die halt hier gerade hängt und hier gerade auch sitzt. Und das ist ein Beispiel für unsere wahre Natur. Und das ist so unglaublich hilfreich, wenn wir uns darauf einlassen können, auch wir Männer, wir können uns auch darauf einlassen. Wir können uns darauf einlassen, Tara zu sein. Das ist eine meiner Lieblingspraktiken. Es tut so gut, sich als Mann mal als weiblicher Buddha zu fühlen. Es ist ganz wunderbar. Da finden wir noch Zugang zu unseren tieferen weiblichen Qualitäten in uns. Das ist richtig toll. Und diesen Zugang, sich offen zu halten, das erleichtern wir uns, indem wir uns über das Mantra daran erinnern, über die Visualisationen. Dann gibt es natürlich sogar Mudras, hier, ne, die Mudra der Furchtlosigkeit und so weiter, des Schützens, der Freigebigkeit und so weiter. Das hilft auch dabei, eine Art im Körper zu sein, eine Art die Sprache zu gebrauchen. Wenn wir als Tara sprechen, wie sprechen wir denn da? Wir sprechen mit dem Herz von Tara, wir sprechen mit dem Verständnis von Tara, wir sprechen so, dass es allen gut tut, ihnen die Angst nimmt, ihnen Vertrauen gibt. Tara wirkt sofort, sie setzt sich ein, ohne zu zögern. Da wird zwischen dem Erleben und Verstehen einer Situation und der entsprechenden Handlung keine Sekunde Zeit vergehen. Sofort. Sofortige Umsetzung von dem, was notwendig ist. Das ist Tara. Es gilt, vieles von dem, was ich sage, gilt auch für die anderen Meditationsaspekte, die Buddhas. Ich sage euch das nur als Beispiel, nicht, dass ihr jetzt alle Tara praktizieren solltet. Könnt ihr gerne, aber darum ging es jetzt gar nicht. Ich habe das Beispiel genommen, weil einige hier im Saal möchten gerne Tara praktizieren, deswegen ist das hilfreich. Zum anderen aber, um im gleichen Moment über die wahre Natur unseres Geistes zu sprechen. Alles, was ich beschrieben habe, ist die Natur unseres Geistes. Es ist alles da in uns. Wir könnten so sein. Was uns im Zweifel, im Weg steht, sind unsere Zweifel, unsere Selbstzweifel, die wir mit uns tragen. Wir haben nicht so ganz das Vertrauen in unsere Möglichkeit und begrenzen uns so sehr. Wir schränken uns so sehr ein und denken oft, es wäre unmöglich. Und dieser Glauben, es sei unmöglich, wir könnten es nicht, aber ich doch nicht. Okay, die anderen vielleicht der Tillmann, der da vorne sitzt, ist irgendwie so ein begnadeter Schüler oder was. Nee, ich saß genauso da wie ihr, hab genauso mit den Ohren geschlackert, hab gedacht, was? Ist es wirklich möglich? Und tatsächlich ist es möglich. Mein Glück war, dass ich 11 Jahre lang einen Lehrer hatte, der immer gesagt hat, es ist möglich, es ist möglich. Werd genauso wie ich und besser. Der einfach überhaupt keine Begrenzungen sah, was für uns möglich ist. Und hat einfach auch gezeigt, hat uns ermutigt und wir haben dann Erfahrung gemacht, dass das Unmögliche möglich ist. Das ist scheinbar unmöglich. Und das ist natürlich schon eine große Unterstützung, aber deswegen denke ich, dass ich das auch so weitermachen sollte. Einfach ermutigen und zeigen, dass das vermeintlich Unmögliche durchaus möglich ist. Wenn wir im Vertrauen wachsen und diese Methoden, die so unsere Sichtweise ändern, die haben alle mit Buddha Shakyamuni angefangen. Mit einer ganz einfachen Grundhaltung. Jeder, der zum Buddha kam, ob Frau oder Mann, wurde vom Buddha darin bestätigt, du kannst so werden wie ich. Du kannst dieselbe Befreiung erlangen wie ich. Jeder, ohne Ausnahme. Jeder kann erwachen. Jeder. Und da gab es nie den geringsten Zweifel daran. Es gibt eine Praxis, es gibt Möglichkeiten, sich zu üben, in dem, was zu üben ist, um in dieses erwachte Verständnis zu finden. Jeder auf seine Art gibt es die Möglichkeit, einen Weg zu gehen. Aber diese Vertrauensübertragung, dass der Buddha völlig sicher war, dass wenn man es nur versteht, worum es geht, dass jeder dorthin finden kann. Das ist 2500 Jahre, zieht sich das durch die Geschichte. Das ist
was wir buddhistische Tradition nennen, Linie, was wir Linie und Übertragung nennen, ist die Übertragung dieses Vertrauens mit ein paar Methoden, je nachdem in welcher Linie wir sind, wie wir dieses Vertrauen nähren können und in diese Sicht, in dieses Verstehen hineinfinden können. Übe dich so, wie ich mich geübt habe, und du wirst dieselben Erfahrungen machen. So hat der Buddha mit seinen Schülern und Schülerinnen gesprochen. Und deswegen ist es eine der beliebtesten Praktiken im Mahayana-Buddhismus, sich vorzustellen, sich an Seite des Buddhas, zu Seiten des Buddhas hinzusetzen oder Gehmeditation an seiner Seite zu machen und so zu sein, wie er sich, wie durch einen osmotischen Prozess, eine Osmose, wo wie wir uns durchlässig machen für die Präsenz des vermeintlich äußeren Buddhas, der sich tatsächlich dann in uns wiederfindet. Man nennt das Guru-Yoga. Man nennt diese Form der Praxis, sich mit dem Guru, mit dem Lama so innerlich zu vereinen, so sich zu öffnen, dass wir die Qualitäten Buddhas, die Qualitäten des Erwachens in uns spüren. Und das ist eine enorme Erleichterung für den Weg. Das nennt man dann Segen. Wenn wir ein Spürgefühl haben, hey, das wird jetzt alles so leicht, das jetzt. Der Geist ist ja sowas von offen und eben war ich noch so bedrängt, so eng. Das wäre der dritte Schritt in eine wirkliche Umwandlung der Sichtweise. Habt ihr Fragen dazu? Ich hoffe doch sehr. Sabine. Also das ist eine naive Frage, weil ich bin nicht in der Materie vorgedrungen. Wie die Para oder die Avalokiteshvara sind es dann in diesem Feld. Solange wir ihnen noch nicht direkt begegnet sind, sind es Projektionen oder Ahnungen. Sind ihnen aber schon viele begegnet in Form von Visionen. Sehr überzeugende. Aber vielleicht begegnen wir ja auch Tara und Avalokiteshvara hier im Raum. Vielleicht sind sie ja schon da und wir sehen es noch nicht. Ist es dann eine Projektion? Oder ist das, was wir jetzt wahrnehmen, die Projektion und das andere dann die Wirklichkeit? Wie verhält es sich damit? Ist gut, das mal sich so andersrum anzugucken, ne? Ich bin jetzt auch nochmal sehr berührt von dem, was du gesagt hast. Es gibt einfach eine unglaubliche Freiheit, diese Schwierigkeit haben, wirklich Kraft der Hinwendung von Moment zu Moment unsere Einstellungen ändern können. Das ist ja eben auf der anderen Seite das Fatale. Ich glaube ja alle, ich bin da gewisser in dieser Reaktion oder in doch ein tiefer Wunsch, sich daraus zu befreien und zu erkennen, dass es im Endeffekt als unsere Sichtweise zu ändern und dass auf der anderen Seite das aber auch so schwer ist, so leicht sich das anhört. Aber ich finde es einfach schön, weil es sehr frei ist. Danke. Okay. Was ich manchmal denke, ist so lange Retreats auch. Du hast ja gestern auch gesagt, dass da Leute notieren, dass sie eher rauer rausgehen, als diese Erfahrung hineinkommen. Und da merke ich manchmal so, die haben so viel Zeit zu meditieren. Und ich habe so ein tolles. Und so im Verhältnis, ja. Also, die mir zur Verfügung steht, zur Verfügung stelle, mit der Arbeit. Also, da komme ich dann manchmal ins Verhältnis. Hohe Qualität in kurzer Zeit. Das ist. Und da sind wirklich einige gewesen unter den Schülern, die da die Retreats gemacht haben, die ganz klar zu einem Erkennen der Natur des Geistes gefunden haben, die mit diesen Qualitäten wirklich in eine, nicht nur in Berührung gekommen sind, sondern die in sich spüren und das wirkt weiter und es hat auch da für viele Nutzen gehabt, aber es muss nicht unbedingt so ein Langzeitretreat sein. Es muss immer mal wieder intensiv sein, mit hoher Motivation, mit möglichst unabgelenkter Ausrichtung und dann Integration in deinen Alltag. Es geht um eine 24-Stunden-Praxis rund um die Uhr. Sowieso. Kommen wir nicht drum rum. Immer wenn wir bewusst sind, ist es gut,
genau all diese Dinge bewusst zu sein und die Praxis fortzusetzen. Die Frage ist nur, wie können wir dieses hohe Niveau des Gewahrseins so bei aufrechterhalten, wenn so viel zu tun ist, so viel Ablenkung sind, so viele Dinge unsere Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Das ist halt die Schwierigkeit. Im Retreat ist das nicht so schwierig, aber andere Dinge kommen dann hoch. Und deswegen ist es nicht immer gesagt, dass da mit hohem Gewahrsein praktiziert wird, weil da auch dieses Ding aktiv wird, nicht gewahr sein zu wollen. Das kommt nämlich dann auch, dass man wie eine Overdose hat, ja, eine Überdosis an Bewusstheit und irgendwie weg will, sich verstecken möchte. Die andere Karin. Ja, ich wollte eigentlich nur eine Punkt dazu machen. Das hat mich jetzt so inspiriert zu den Schwierigkeiten eben, diese Änderungen auch anzunehmen. Irgendwo hat mich das so berührt oder erkannt, ja, es ist so schwierig, dann auch die Illusionen loszulassen. Also dieses. An was hast du da gedacht mit Illusionen? Naja, so dieses Soap-Stigma, in denen man immer lebt, ne? Also, Meine persönliche Soap-Opera, ist genau. Das, was du meinst? Mhm. Genau, also Geschichten und was wichtig ist und wo ich so reinhängt und das wirklich auflösen zu lassen. Da legst du den Finger auf etwas ganz Entscheidendes. Im Grunde genommen ist das der Ausstieg aus unserer Biografie. Ja. Der Identifikation mit unserer Biografie. Die Biografie, die folgt uns wie ein Schatten, ja? Und die Erinnerung haben wir auch weiter, aber wir können unsere Soap erzählen oder nicht. Oder weiterspinnen. Aber als Erwachte steigen wir aus. Lassen wir das hinter uns. Das ist nicht so ohne, ne? Das stimmt. Ja, geil. Was ich so bei mir feststellen kann, das ist, habe ich das Gefühl, ich kann das handeln. Ich kriege enorme Ängste, wenn ich das Weltgeschehen angucke. Also das merke ich, dass mich steckt. Und auch so diese IS-Kämpfer, so das löst bei mir, handeln. Also ist so. Kannst du nicht handeln, ne? Nee, ich auch nicht. Das ist so unglaublich. Nicht, dass ich da übersehe, also da. Ich teile das mit dir. Und wie gehst du dann damit um? Ich auch nicht. Ich schütze mich da auch ein bisschen, weil allzu viel zu erfahren von Dingen, an denen ich nichts ändern kann, das tut mir nicht gut. Aber so ganz die Augen verschließen möchte ich auch nicht und deswegen setze ich mich dem dosiert auch wieder aus. Aber ich muss nicht das ganze Tagesgeschehen damit immer mit verfolgen. Ich bin froh, dass ich mit euch so Tage verbringen kann wie jetzt, dass wir, solange wir diese wunderbaren Bedingungen haben, diese Bedingungen auch nutzen. Solange, es ist ein unglaubliches Geschenk, was wir hier haben. So viele Jahrzehnte schon Frieden. Gute Bedingungen in einem doch ziemlich demokratischen Staat. Und gut, Kapitalismus, okay, kann man denken drüber, was man möchte. Aber wir können praktizieren, wir haben freie Ausübung unserer Freiheitsrechte, Religionsfreiheit und so weiter. Und wir können uns Zeit nehmen. Lasst uns das nutzen. Lasst uns das nutzen und vielleicht überleben einige von uns die nächste große Krise und wir sind dann besser vorbereitet, um die Samen wieder weiterzugeben. Wir müssen unbedingt diese Schätze pflegen, in uns erwecken und weitergeben. Weitergeben. Denn das ist es ja, was vermutlich diesen IS-Kriegern fehlt, dass sie genau so etwas nicht haben. Das ist, was es braucht. Kontakt mit dem Fühlen, Herzen, dem Spüren, mit den erwachten Qualitäten in uns. Das ist meine Antwort darauf. Ich habe so einen Eindruck, ich hätte da irgendwo jemanden übersehen, der was sagen wollte, aber Punktlandung, Punkt 6 Uhr. Dann wünsche ich euch für heute Abend, dass das noch so sanft nachwirkt. Ihr könnt ein bisschen was dafür tun, indem ihr euren Abend nicht allzu voll ballert mit Aktivität, sondern auch geruhsam angeht und euch Zeit gebt, zu verdauen, nachzuspüren.
vielleicht die Meditation von heute aufzugreifen und tiefer zu verankern, sodass ihr sie mit nach Hause nehmt. Alles, was wir hier miteinander meditieren, ist gedacht, dass ihr es anwendet und zu Hause praktiziert. Ein jeder von euch. Da ist nichts irgendwie reserviert für später oder das nächste Leben oder so, sondern das ist für jetzt. Nehmt euch mit, was euch gut tut. Macht euch Notizen dazu, sodass ihr es nicht vergesst. Wir haben ein Hirn wie ein Sieb. Nicht? Das ist unglaublich, wie schnell wir vergessen. Sorgt dafür, dass es verankert ist, dass ihr wenigstens Notizen habt und heute Abend schon ein bisschen übt. Legt euch auf euer Bett, schlaft als Erwachter ein. Ja. Ne? Geht ins Bett oder geht spazieren und schaut mal, wie es ist. Das ist eine Gehmeditation, wie sie dann auch sehr zu empfehlen ist, als Erwachte spazieren gehen. Wie fühlt sich denn das wohl an? Voller Gewahrsein, bei aller Natürlichkeit spazieren zu gehen oder zu essen oder sich zu unterhalten. Setzt die Praxis fort. Macht es einfach. Macht es. Kann ja nur gut sein. Kann nichts Schlimmes passieren. Solange wir gewahr sind und nichts nicht haben wollen, gibt es auch keine Gefahr, dass wir irgendwas verdrängen. Die Gefahr gibt es einfach nicht. Solange wir offen und gewahr sind, wird alles bewusster und verdichtet sich nicht mehr so, sondern bleibt fließend, bleibt in Bewegung. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen ganz schönen Tagesabschluss. Lasst uns noch in einer stillen Minute widmen, verbunden mit allen, allen, die wir kennen, mit denen wir nicht kennen. Möge was auch immer an Heilsamem hier entstanden ist, allen zugutekommen.